Hallo, Namaste, willkommen zu einer Lesung aus meinem Buch Erleuchtung, The Real is Illusion, The Illusion is Real oder Ausbruch aus der Matrix, geschrieben 2000, erschienen 2001 bei Bohmeyer. Das Buch hat ca. 270 Seiten, sehr eng gedruckt, mit einem großen theoretischen Teil, wo ich halt über Erleuchtung und verschiedene spirituelle Zustände schreibe und auch einem recht großen poetischen Teil, also mit Poems. Und da lese ich nun eines vor, das nennt sich Warten auf die Geliebte. Warten auf die Geliebte. Ein Notebook und warten auf die Geliebte. Die einzige Wahrheit, die existiert in diesem Augenblick. Und doch. Bin den Weg gegangen von Anfang bis zum Ende, musste ich ihn gehen? Ein zufriedenes Leben voller Illusionen wäre für mich ein Traum gewesen, aber eben nur ein Traum. Der Traum ist gestorben im ewigen Nichts. Wer ist noch da zum Träumen? Gehst du den Weg, bedenke, am Ende wirst du nicht mehr sein. Genieß die Freuden, genieß das Leid, solange sie da sind, solange jemand da ist, der es genießen kann. Wenn sich die Tore der Wahrheit öffnen, wird dein kleiner Geist entschwinden und du wirst nicht wissen, wohin er gegangen ist, nicht einmal wissen, wer gegangen ist. Er war nie wirklich da. Gott, schau. Wer schaut wen? Wird dir die Energie den Rücken hochschießen, wird sie dich mitreißen und du wirst gegangen sein. Es war einmal ein Edgar. Wer war dieser Mensch? Kann mich kaum erinnern, kann mich nicht erinnern, jemals anders gewesen zu sein. Und doch ist alles anders. In diesem Augenblick, wer schreibt diese Zeilen und warum nur? Und wer fragt diese Frage? Du glaubst, du tust? Lachhaft. Ich tue durch dich. Du glaubst, du suchst? Lachhaft. Ich suche mich selbst durch dich. Was kommt als nächstes durch diese Hände, aus dem Nichts in das Etwas? Raste in mir selbst, kein Antrieb, der schreibt, und doch kommen Worte. Eine kleine, unscheinbare Identifikation muss da sein, um diese Worte zu schreiben. Denn ist sie fort, habe ich nur mein Lächeln für dich und für mich. Zwischen den Momenten ist nichts. Und dieses Nichts ist die Rast, ist das ewige Sein, der Atem Gottes, der stillsteht zwischen den Momenten, im Nichts verschwindet. Um doch gleich wieder aufzutauchen, unerwartet, um etwas zu bilden, das gleich wieder in sich zusammenbrechen wird, verschwinden im ewigen Nichts. Ein ewiger Kreislauf, das pulsierende Universum, im Kleinen, im Großen, im Draußen, im Drinnen, in der Zeit und aus der Zeit, in Ewigkeiten und in kurzen Momenten immer dasselbe Spiel, ein Wechselspiel zwischen du und ich, zwischen alles und nichts, zwischen Yin und Yang. Und erst wenn beides in der großen Explosion vereint, endet die Welt, endest du, ende ich, enden die Worte, endet das Sein, endet das Nichtsein. Alle Dualität hört auf zu existieren in diesem ewigen Moment der kosmischen Verschmelzung mit mir selbst. Ein Cola, eine Zigarette, um mich zu erinnern, in diesem Körper zu sein. Liebe, dieses ewige Spiel mit mir selbst erschaffen, um seiner selbst willen. Auf so vielen Ebenen können wir uns treffen, verschmelzen, zanken, spielen, lachen, weinen, sein. Und wieder, halt, zurück zu mir. Was ist da los? Woher kommt dieses Draußen, dieser andere? Wie kann ich nur vergessen, dass du ich bin? Danke für das Spiel. Danke für die Begegnung mit mir selbst. Geh zurück zu mir und finde ewigen Frieden, denn nichts sonst existiert. Namaste, danke fürs Zuhören. Namaste.